geh raus hier! Oh, das ist schwer. Bauer Hermann Völksen ist spät dran. Die sind schön fett, ne? Kurz frisch machen und dann los. Der 72-Jährige ist der letzte Bauer von Hannover. Du bist die Wüste daher halt. Jetzt geh ich erst mal Kaffee trinken. Hermanns Schwester Hildegard wartet schon. Du kommst aber auch nicht in die Pötte, ne? Ach. Ich hab dir hier zwei Brötchen gemacht, die nimmst du wieder mit. Willst du Tee auch mitnehmen? Nein! Dann legst du flott. Packst du dir ein. Willst du auch die Brötchen nicht Doch. Mit? Schnell noch frühstücken. Ist aber ziemlich spät dran. So viel Zeit muss sein. Wo ist denn hier die nächste Tankstelle? Oben. Fahr doch, Kesselstraße kannst du auch nicht fahren. Doch. Nee, die ist gesperrt. Was? Die ist gesperrt. Auch? Dieselstraße kannst du. Dieselstraße ist auch gesperrt? Ja, die ist auch gesperrt. Na, Bauwisch hoch? Ja. Aber sind die nicht normal? Ja, das kann ich doch nicht. Ich sag dir. Seit 5 Jahrzehnten ist Hermann nun Bauer, mitten im Stadtteil Limmer. Oh. 2-mal pro Monat muss er Futter holen. Ein paar Zentner Zuckerrüben. So, los, geht's los. Auf los geht's los. Sein International 844 hat nun bald 30 Jahre auf dem Buckel. Und läuft und läuft und läuft. Scheiße. Meistens jedenfalls. Scheiße hier, was wollt ihr? Bauer sucht Gang. Ist er hinter wieder einer? Ja, Leute, fahr mal vorbei! Scheiße, wie viele Arsch da! Kommt da wieder einer! Wäre ich doch den Hinterberg umgefahren! Damit, Scheiße! Er läuft zurück, Mensch! Er läuft zurück, die Schwein! Jetzt nur die Nerven behalten. Komm mal da hin und hier ab! Kommt da noch was? Geschafft. Hallo! Keine Zeit für große Begrüßung. Hermann muss sich ranhalten. Hallo. Mach mal hier vorne 2 und hinten 3 drauf. Grüß dich. Hier 2 drauf. Ja. Und hinten 3. Ja, okay. Kein Unterlenker schleifen hier. Die muss man höher machen. Nee, der geht nur mal hoch. Die Hydraulik ist nicht so gut. Oh, Alter, das ist voll! Voll machen! Da war aber nicht ganz voll. Der beste Boden, der zweitbeste Boden von Deutschland hier in dieser Gegend. Oder da gibt noch, aber zweite, glaube ich. Magdeburger Börde und dann kommt dies. Und dann bei uns da hinten rüber. Karlberger Land. Dies ist der beste Boden. So nichts los. Geschwisterliebe. Jeden Tag geht das so. Ja, den ganzen Tag diese Kugelschiebel einschießt. Ich gehe vor, Mensch! Guck dich das an! Gib dir nicht so viel mehr hin! Ab 5 Uhr früh, nichts als Mist. Von Montag bis Sonntag im viel zu kleinen Stall. Die Träger wäre das besser. Wo Träger und Frontlader. Diese Stelle sind, das sind welche vor Kriege. Die sind so, das ist nichts. Das sind Vorkriege, ich meine, von 1896.
Das sind alte Ställe. Was soll ich da noch machen mit 72? So eine Halle musst du haben. Den brauchst du nicht wissen. Das Wissen hat mir die Knie kaputt gemacht. Und zack. Das ist schwer. Das ist wie Blei. Diese Kacke, du, ja. Das ist doch die größte Kacke aller Zeiten. So los. Lachse. Bin ich auch von Saat 6 bis jetzt auf. Schluss da, ich geh da jetzt rein. Ich hab Gummistiefel. Trocken ist. Was ist denn dies hier von Shit? Da ist noch trocken. Bäh, die ganze Scheiße hier. Ja. Ja. Gerade so viel Geld fürs teure Futter bezahlt und jetzt auch noch Hochwasser. Das geht selbst Hermann an die Nieren. Geh weg! Weg hier! Ganze Scheiße, verkloppt mir das besser. Knie tun weh. Ich bin auch ein bisschen steif, das kommt gleich besser. Die Kühe waren wieder fleißig. Für Hermann heißt das Jauche fahren. Alles gemacht werden. Ein echter Drecksjob, sagt Hermann. Ich will die Stade ja nicht so. Jauche fahren ist Männersache. Da lässt er sich nicht helfen. Auch nicht von Hildegard. Weg! Oh, Scheiße da! Hey. Scheiße! Leck mir was! Früher ging das immer ruckzuck, aber mit 72 ein Kraftakt. Die ganze Zeit, diese Scheißteil! Los, weg! Die eigene Mühlhäuse! Das nervt, dies nervt! Aber ich hab den Griff sonst. Fressen und Scheiße. Das ist da. So. Hopp hier hochzukommen. Das ist eine Sache für sich, du. Das ist leicht. Das ist leichtes Blut. Hermann schimpft gerne mal über Land und Leben. Aber im Grunde möchte er eigentlich nur, dass alles immer so bleibt, wie es ist. Oh, die sind schwer. Die sind schwer, du. Die Scheißteil ist das da. Bleib ja kaputt da, aber die Scheißteil. So, hier weg. Aber bis er umfällt. So hängt er dran. Der krabbelt hier zwischen den Kühen rum, das würde ein normaler gar nicht machen. Das ist ein Urmensch. Und wann willst du aufhören? Von der Idee. Was? Wenn ich krieche. Bis du nicht mehr kriechen kannst, ne? Was soll ich denn? Aber kannst du mal sehen, wie seine Kühe sind. Der kann da unterkrabbeln, alles. Weg da! Hau du ab! Er kennt da nichts, er hat keine Angst. Hallo. 500 Mark, 6 Kühe. Viel zu teuer, hier hast du. Viel zu teuer, du. Ich lache mir aus. 500 Euro ist das. 1000 kriegst du von der Kuh. Mehr geben sie dich heute nicht. Da fehlt doch noch was. Was denn? Da hat er den Schau, ja, hör damit! Nee. Siehst du, was hab ich gesagt? Das ist ein Knochen. Jetzt gucke ich nach. Oh, warte. Warte mal, warte, bleib hier. Schlitzohr, du. Was denn? A60 war das. Ja, ist gut. Das schenke ich dir, weil du ein guter Mensch bist. Mit, das ist ja 500 Mark, das ist zu höher, du. Das ist eine halbe Kuh, Mensch. Und dann ist auch dieser Tag geschafft.
Abendbrot unter freiem Himmel. Da ist der ganze Mist vergessen. Feierabend!